Madeira, die Insel des ewigen Frühlings. Im Nordatlantik, etwa 670 Kilometer vor der Küste Marokkos, liegt dieses atemberaubende Paradies, das keinen Winter kennt. Anfang November haben wir eine Woche hier verbracht und wollen euch diese Eindrücke natürlich nicht vorenthalten. Ich habe da eine kleine Reihe draus gemacht, also viel Spaß mit Teil 3. Oh, heute geht's auf den Pico Ruvio. Wie man hier sieht, schon mal nicht der beste Startpunkt. Angenehm, angenehm voll. Wir machen aber auch nur die kurze Strecke, dass wir einmal oben rauf können. Die geilen Wege sind gesperrt, da gibt es eigentlich so eine Dreigipfeltour. Das dürfen wir aber nicht. Von daher wenigstens einmal aufs Dach steigen der Insel. Der Weg vom Parkplatz aus ist durchgehend gepflastert und sehr eben. Ihn zu verlassen lohnt sich aber definitiv, der Ausblick in jede Richtung ist einfach grandios. Die Steigung ist stetig, aber moderat. Flache Steinstufen erleichtern uns den Anstieg. Die Sonne brät, da wir uns auf einem Bergrücken befinden, natürlich erbarmungslos. Es gibt aber am Wegesrand immer wieder so eine kleinen Steinhütten, an denen man kurz im Schatten pausieren kann. Der Weg setzt sich weiter leicht steigend fort. Kurz vorm Gipfel werden es dann mehr Treppen und es gibt sogar noch ein kleines Café mit Snacks und Toiletten. Ach, mit Pisse sogar. Die letzten Meter zum Gipfel und den Aussichtsplattformen bestehen dann fast nur noch aus Treppen. Hier wird es eventuell das erste Mal anstrengend. Am Gipfel staut es sich etwas, das konnte man am Parkplatz ja schon erahnen. Pico Ruivo bedeutet übrigens rote Spitze. Der Name kommt wahrscheinlich von der roten Färbung des Lavagesteins, das den Großteil des Berges ausmacht. Am Gipfel gibt es drei Aussichtsplattformen, von denen man die Gebirgswelt Madeiras überblicken kann. Ja, das ist er, ne? Pico Ruivo. 1862 Meter. Damit der höchste Berg auf Madeira und der dritthöchste Portugals sogar. Jetzt mal sehen, muss auf die Insel fahren für einen hohen Berg. Rückweg ist derselbe wie Hinweg. Ich glaube, das spare ich euch mal. Kommen wir lieber zum Fazit. Ist eine entspannte Wanderung, kann man locker in Flipflops machen, wenn es sein muss. Zum Ende wird es vielleicht etwas geschnauft, aber nichts, was Omi nicht auch hinbekommt, wenn sie flott zu Fuß ist. Vom Gipfel hat man eine Top-Aussicht und wenn man Glück hat, läuft man unterwegs sogar durch die Wolkendecke. Der Pico Ruivo ist auf jeden Fall einen Besuch wert, aber beim nächsten Mal nehmen wir definitiv eine anspruchsvollere Route. Wenn es euch gefallen hat und ihr keine Wandertipps verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal. Über Tipps zu Wandertouren freue ich mich natürlich immer und falls ihr jetzt noch da seid, danke fürs Zuschauen.